So, heute ist mein Probe-Exemplar gekommen von Epobli. Und da bin ich ja mal gespannt. Ich habe hier schon mal ein bisschen was geöffnet gehabt. Wie das jetzt aussehen wird. Ach, wie süß. Na, ganz klein, richtig niedlich. Ach, das ist ja toll. Das sieht ja toll aus. Oh, das ist ja richtig toll. Also richtig toll. Toll. Das sieht ja schon mal richtig schön aus. Da freue ich mich. Selbst das Softcover ist so gut wie ein Hardcover, finde ich. Jetzt mal kurz gucken. Oh, das ist aber richtig eingeschweißt hier. Habe ich das jetzt hier ein bisschen aufbekommen? Hier das Hardcover kriegt man einfacher auf. Ich halte halt in der linken Hand das Smartphone, deswegen ist das Video jetzt ein bisschen verwackelt und so weiter. Ja. Ach, das sieht ja toll aus. Ach, das sieht ja richtig toll aus. Ich bin begeistert. Wow. Auch die Qualität der Fotos. Echt super. Also ich hatte ja auch bestimmte Papiersorte genommen und ich bin echt richtig begeistert, wie das aussieht. Toll. Ja, dieses Bild hatte ich zum Beispiel auch schon mal in Social Media gepostet gehabt, weil ich das so toll fand, dass ich das hier nochmal mit reingenommen habe. Also Wahnsinn, also ich bin begeistert, richtig schön geworden. Ich blätter das jetzt auch einmal richtig komplett durch, weil im Buchladen würde man das ja auch richtig komplett durchblättern und je nachdem, wo Sie das bestellen, können Sie sich das auch vorne mal anschauen. Aber das ist wie gesagt in jedem Buchladen halt auch anders. Ups. Blätter noch immer so das schnell durch. Also es ist richtig toll geworden. Ich bin begeistert und jetzt nochmal das Softcover. Selbst das richtig toll aus. So. Ist aber sehr stark eingeschweißt. Mal ganz kurz beiseite legen. So. Ja, selbst das ist richtig toll geworden. Gut, die Bilder sind jetzt etwas blasser als wie im Original. Aber es ist halt nicht glänzend. Und glänzend würde dann gleich noch mehr kosten. Aber trotzdem, also von der Qualität her ist das wirklich klasse. Gut, hier beim Softcover, das ist jetzt etwas blasser als wie hier im Hardcover. Mal schauen. Aber ich denke, solche Bücher sind auch irgendwie schöner im Hardcover. Trotzdem finde ich das super, ne? Also wirklich schön geworden. Auch vom Layout her, das hat Noise & Blue wieder richtig toll gemacht. Ne? Fantastisch. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, das ist mein zweites Buch. Wunderschön auch zum Verschenken. Ich lege das mal hier so neben. Man sieht, dass das Softcover etwas kleiner ist. Und das ist DIN 6. Ne, das ist so, wenn wir mal so gucken. Es ist etwas kleiner als wie ein Taschenbuch.